Der letzte Testhobe steht an. Ich habe schon ein bisschen Angst. Warum? Erzähle ich euch gleich. So, wir haben jetzt hier das Weltenburger Kloster Anno 1050 Merznehmen Test. So, erstmal gucken wir uns die Zutaten an, wenn ich die finde. Ach da. Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Alkohol 5,5%. Kühl- und Dunkellagern bei 8 Grad. Okay, das war jetzt Roster, 30 Minuten. Und warum ich da Angst habe vor, ich hoffe nicht, dass das übelst bayerisch schmeckt, weil Klosterbrauerei Weltenburg ist nun mal in Bayern. Hier steht es auch nochmal nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut. Es ist diesmal keine Bügelflasche, zum Glück. Da ist Alena auch froh. Wir machen das Ganze jetzt mal auf. Mal gucken, ob wir eine schöne Verdunstung sehen. Na, so, ja, das ist doch eine schöne Verdunstung. Der Kronkorken zeigt nochmal Weltenburger Kloster. Und das Kreuz wahrscheinlich von der Burg oder so. Oder von Weltenburger. Oder von Weltenburg. Wir riechen an der Flasche. Oh. Das riecht schon sehr bayerisch. Also, Pater, das war Glas auskippen. So, klar, das war nichts mit nur ein bisschen bayerisch. Ich kippe das jetzt ins Glas. Sieht schon wie ein Märzen aus, schön dunkel. So, darf sich natürlich auch eine Blume entwickeln. Oha. Ja, man sieht schon, es ist dunkel, aber die Perligkeit ist sehr vorhanden. Für feinporiger bis leicht mittelporiger Schaum, aber eine ordentliche Kraterbildung zu sehen. So sieht man das. Ja, was sollte das jetzt nochmal? Gerstenmalz und Hopfen. Okay. Mehr kippe ich da jetzt nicht rein. Das lassen wir jetzt so. Wir riechen am Glas. Boah, das riecht schon übelst bayerisch, Alter. So, wir probieren jetzt mal. Oh, das kannst du nicht saufen, Alter. Boah. Es schmeckt frontal bis auf die Fresse. Du kriegst hier richtig voll den bayerischen Geschmack auf die Fresse. Da merkst du kein Gerstenmalz und kein Hopfen. Das schmeckt einfach nur bayerisch. Das ist für einen Arsch, Alter. Das geht auch in Ausguss. So, danke dafür. Boah.